Ja, hallo Leute, herzlich willkommen hier in meinem kleinen Bike-Kanal. Jedenfalls geht es heute um Filmaufnahmen am Fahrrad und ich zeige euch mal, wie ich das mache. Ich mache das nämlich mit nur einer Kamera und zwar kann ich so relativ viele Perspektiven produzieren. Und wie genau ich das mache, das erkläre ich euch hier in diesem Video heute. Fahrradaufnahmen, ja, vielleicht macht ihr das ja selber schon, dass ihr eine Kamera habt, eine GoPro, ja, vielleicht vorne auf den Helm oben drauf oder am Lenkrad vorne, ja, da gibt es ja verschiedene Perspektiven, aber für mich nicht genug. Ich finde wichtig, dass man die Perspektive nach vorne hat und hier in dem Fall nehme ich mich auf für Blogs, dass ich auch, ich will was erzählen und will auch mich zeigen, ja, und das Ganze jetzt mit GoPros zu bauen, das wird zu aufwendig, da muss ich mehrere Sachen recorden und auch mehrere GoPros haben, das ist für mich technisch schon ein bisschen kompliziert und ich habe es simpler gelöst und wie, das seht ihr ja hier, und zwar habe ich hier eine 360-Grad-Kamera, ja, das ist die Insta One X, in dem Fall für mich die beste Lösung aktuell. Und das ist eine 360-Grad-Kamera. Ja, sie hat zwei Linsen, eine vorne, eine hinten, jeweils einen 18-Megapixel-Sensor, der auch stabilisiert ist. Ja, beide Sensoren sind stabilisiert und können so schon mal so ein paar Rüttler wegnehmen. Das ist echt schon mal eine gute Sache. Und das andere ist diese Gyro-Stabilisierung. Ja, der richtet sich am Horizont aus. Und ich habe somit eine wirklich ruhige Filmaufnahme nach vorne und nach hinten. Aber eben nicht nur das, sondern ihr könnt auch zur Seite, habt den Blick zur Seite, oder ihr könnt auch, wenn ihr etwas seht, ja, was vorbeifährt, dann könnt ihr auch quasi mitschwenken. Ja, das ist wirklich super spannend, ja, dass man mit nur einer Kamera und diesem 360-Grad-Bild so viele tolle Perspektiven bekommt. Ja, ich zeige euch das mal, wie das in der Praxis aussieht fürs bessere Verständnis. Ja, man kann viel erklären, aber das muss man sehen. Hier seht ihr, was die Kamera permanent aufnimmt. Das ist das unbearbeitete File. Für all die Perspektiven, die ich euch gleich zeige, verwende ich also immer den gleichen Videofile, also diesen hier. Aber in der Schnittsoftware passe ich das Endbild jedes Mal individuell an. Und zwar immer so, in welche Richtung ich schauen möchte. Denn wir haben ja hier 360 Grad, also alle Richtungen um uns herum. Ganz kurz noch ein paar technische Voraussetzungen. Ja, für die Radtour habe ich immer die beste Qualität gewählt. Ja, das ist in diesem Fall 5,7K Bildauflösung und 30 Bilder pro Sekunde. Und in dieses Bild, welches ihr hier seht, werden alle Infos bzw. Pixel reingequetscht, die die beiden 18-Megapixel-Sensoren der beiden Kameras liefern. Okay, die 5,7K Auflösung seht ihr hier nicht auf YouTube. Ja, das sind bestenfalls 4K. Dazu habe ich dann noch die 30p an das Projekt angepasst, denn das Projekt ist nur in 25p. Das ist wichtig, sonst gibt es Ruckler. Ja, also hier ein Beispiel. 30p an ein 25p Projekt angepasst. Ah, schön flüssig. Mhm. 30p nicht angepasst. Na, alles klar. Warum 30 Bilder pro Sekunde, nicht 25? Nun, zu der Zeit meiner Isar-Tour gab es noch kein 25p in der Kamera. Das gab es dann später per Firmware-Update. So, und nun zum Wesentlichen. Okay Leute, gehen wir doch mal die verschiedenen Bildausschnitte durch, die hier möglich sind. Ja? Am besten fangen wir einfach mit der Totalen an, die auf mich zeigt. Ja, so sieht das aus. Das ist die Panorama-Totale. Ja, oder auch extremer Weitwinkel, Super-Totale. Da gibt es mehrere Bezeichnungen für, mir egal wie ihr es nennt. Ich habe darauf geachtet, dass die Horizontlinien gerade sind. Ihr könnt das Material aber auch so entwickeln, ja, dass der Horizont gebogen ist. Das würde nämlich so aussehen. Und ich sage jetzt entwickeln, ja, das kennt der eine oder andere von früher, als der Film noch fotochemisch entwickelt werden musste. Aber so ist es ja heute auch. Ja, wenn ihr eine digitale RAW-Fotoaufnahme habt, ja, dann müsst ihr es ja auch erst entwickeln. Ja. Und ich sage das mal zu den 360-Grad-Aufnahmen auch. Denn für das 2D-Bild müsst ihr das ja auch erst entwickeln oder erstellen. Nennt es wie ihr wollt, ich sage entwickeln. Auf jeden Fall seht ihr hier, die Kamera schwebt vor dem Rad. Wieso?
weil der Selfie-Stick der Kamera, der Insta One X, einfach weggerechnet wird. Quasi ein schwarzes Loch oder so eine Art blinder Fleck, so wie ihr es auf eurer Netzhaut des Auges habt, nämlich dort, wo die Nervenfasern der Netzhaut sich bündeln. Na, ein Bio gut aufgepasst. Schauen wir mal genauer hin. Ja, da unten ist die Kamera mit dem Selfie-Stick am Rad befestigt. Hier fliegt der Zauber ein wenig auf, aber man sieht es kaum. Die Totale. Ja, hier seht ihr den gleichen Shot etwas näher, aber es ist immer noch sehr total. Ach, tolle Landschaft, oder? Na, wen es interessiert, das hier ist zwischen Wittenwald und dem Campingplatz am Tensee. Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz toller Weg und ein super schönes Abendlicht. Halbnah. Ja, was also noch nicht so richtig nah ist, sondern nur auf halber Strecke, wird halbnah genannt. Ja, das ist jetzt hier mein kleiner kostenloser Foto-Workshop für euch heute. Vielleicht, ja, wenn ihr das auf einem großen Monitor seht, dann könnt ihr es sehen, ja, die Bildschärfe geht etwas flöten. Na, guckt ihr das auf einem Handy, merkt ihr davon nichts. Nah, ja, das ist ja die Naheinstellung. Dieser Shot ist also noch etwas näher. Und diese Bildeinstellung ist sehr interessant, falls ihr also einen Videoblog oder Vlog aufnehmt, ja, beim Fahrradfahren selber sprecht, dann ist diese Naheinstellung sehr geeignet. Ja. Aber machen wir uns nichts vor, das ist als Nahaufnahme ziemlich unbrauchbar. Ist ja schlechter als eine alte VHS. Wenn ihr das Ganze schärfer haben möchtet, dann solltet ihr euch die Insta360 One R anschauen. Ja, es ist nämlich jetzt 2020 und die ist gerade auf den Markt gekommen. Guckt sie euch mal an. Oder es gibt auch eine 8K 360-Grad-Kamera. All diese Links habe ich für euch unten in der Beschreibung eingefügt. Guckt euch diese Kameras an, wenn euch die Insta360 One X hier in dem Fall nicht zusagt. So, und jetzt natürlich nochmal in die andere Richtung, nämlich geradeaus. Und da sieht das dann so aus. Panorama. Die Totale. Halbnah. Naheinstellung. Okay, Naheinstellung macht jetzt nicht so richtig viel Sinn. Es sind ja Landschaftssachen, aber wenn doch mal was in weiter Entfernung sieht und ein bisschen ranzoomen möchte, ja, dann kann man natürlich ranspringen. Das geht natürlich. Außerdem sind in dieser Bildgröße die Linien alle schön gerade und nicht so verzerrt. Mit dem Blick zur Seite, ja, da habe ich mir diese reichhaltigen Perspektiven gespart und habe es hier auf diese beschränkt, die ich ganz interessant finde, und zwar die Supertotale. Nicht mehr ganz so total, aber immer noch total. Diese hier. Und auch eine interessante Einstellung wäre die Totale mit Radfahrer. Also in dem Fall mit mir. Dann gibt es einige Spezialeinstellungen. Und da muss ich euch noch etwas zur Postproduktion sagen. Viele Einstellungen kann man mit der kostenlosen Insta-Software erstellen und Adobe Premiere. Ja, das geht mit beiden. Aber es gibt auch eben einige Spezialeinstellungen, die gehen nur mit der einen oder mit der anderen Software. Und da gehe ich jetzt auch immer drauf ein, mit welcher Software was funktioniert. Falls jemand wissen möchte, wie man mit Adobe Premiere das Bildmaterial der Insta360 One X benutzt, dann findet ihr einen Link unten in der Beschreibung. In der Kurzform kann ich nur sagen, ihr müsst die Insta-Software installieren. Da ist auch gleichzeitig ein Plugin für Adobe Premiere drin. Und dann braucht ihr noch das GoPro Fusion Plugin. Ja, aber Obacht, insgesamt gibt es dann immer wieder mal Bugs, aber es funktioniert trotzdem gut.
kommen wir noch zu weiteren Effekten und die reiche ich euch hier einfach mal wahllos auf. Los geht's. Tilt. Das bedeutet neigen und ihr könnt eine schiefe Einstellung damit machen. Das funktioniert nur mit Adobe Premiere. Dort könnt ihr mit den Reglern bzw. Keyframes eine schiefe Einstellung programmieren und so könnt ihr das schief lassen. Ja? Oder ihr baut ein zweites Keyframe und kommt somit in die andere Schieflage und das sieht dann so aus. Vertigo. Ja, der beliebte Vertigo-Effekt. Sehr genial. Und dieser Effekt geht mit beiden Programmen. Auch hier setzt ihr als erstes ein Keyframe in einem etwas engeren Bildausschnitt. Ja, und das End-Keyframe ist dann das Panoramabild. Und wenn ihr nun mit dem Fahrrad vorwärts fahrt und gleichzeitig diese Bildprogrammierung vornehmt, dann habt ihr diesen berühmten Vertigo-Effekt. Diese Bezeichnung stammt aus dem gleichnamigen Hitchcock-Film. Dort wurde dieser Effekt passend für einen Schwindeleffekt eingesetzt. Der Vertigo-Effekt wird auch Dolly-Zoom oder Traveling-Zoom genannt, wobei letzteres war auch für mich neu. Danke Wikipedia. Schwenken. Ja, ihr seht ein Motiv, was an euch in der Landschaft vorbeifährt und das könnt ihr mit beiden Programmen programmieren. Nee, machen. Ja, klingt auch scheiße. Na, ihr wisst schon. Ja, der beliebte Tiny Planet Effekt, hier mit viel, viel Himmel, ja, geht mit beiden Software, verdammt, wie heißt die Mehrzahl von Software? Und hier der Tiny Planet mit viel Asphalt geht auch, in dem Fall auch mit beiden Programmen. Hier noch der beliebte Inception Effekt. Okay, keine Ahnung, was es euch bringt, ich wollte es einfach erwähnen. Entzerren. Ja, damit der Weitwinkel nicht so verzerrt aussieht wie bei einem Fisheye-Objektiv, könnt ihr das Entzerren drücken, ja, und das sieht dann so aus. Das geht aber eben nur mit der Insta-Software. So, und jetzt noch eine wichtige Funktion, die nur in der Insta-Software funktioniert, nämlich, dass man eine Fahrtrichtung festlegt. Wenn ihr eine Perspektive nur nach vorn, ja, in Fahrtrichtung haben möchtet, dann könnt ihr das in der Insta-Software justieren und habt nur den Blick nach vorn oder zur Seite oder zu euch. Dazu klickt ihr dieses Häkchen in der Insta-Software an. Fahrt ihr also um eine Kurve, schaut die Kamera in Fahrtrichtung. In Premiere geht das auch. Aber hier ist diese Geradeaus-Guck-Funktion etwas versteckt. Ihr geht ins Projektfenster, dort liegt euer Clip, rechte Maustaste. Dann geht ihr auf Rohmaterialeinstellungen. Und dort seht ihr, ja, da hat sich Insta in Premiere verankert und auch da könnt ihr mit einem Häkchen Lock Direction anklicken und damit guckt dann die Kamera auch immer nach vorn und nicht nur nach Norden, Süden, Westen, so wie ihr es jetzt hier in dieser Aufnahme seht, da ist das Lock Direction ausgeschaltet. Deswegen eben mein Tipp, ja, wenn ich eine Fahrradtour zeige und einen Wegabschnitt vielleicht ein bisschen länger zeigen möchte mit hin und her schneiden, nach vorne, zu mir, zur Seite, ja, dann rendere ich diese langen Fahrtaufnahmen mit der Insta-Software raus, ja, für jede Perspektive einzeln und füge diese in Premiere später zusammen, beziehungsweise mache dann wie so eine Art Live-Schnitt, schalte immer von einem Blickwinkel in den anderen hin und her. Wie der Live-Schnitt in Premiere funktioniert, ihr seht es hier und wenn ihr es genau euch und langsam anguckt, könnt ihr es verstehen. Ansonsten ist es ein bisschen sehr schnell. Ich habe auch unter dem Video einen Link eingefügt. Da gibt es Leute, die erklären das viel besser und schneller. Und das Video könnt ihr euch ja anschauen. Nun noch ein Tipp zu der 360-Grad-Kamera. Ihr könnt natürlich auch eine andere Kamera wählen, aber die Insta One X finde ich sehr, sehr praktisch. Ja, das liegt einfach an der sehr guten Postproduktion, die funktioniert einfach und auch das Drumherum. Also die Bildqualität finde ich sehr ansprechend, die Kamera ist klein, leicht und so weiter. Also echt eine Menge Vorteile. Aber wie bereits erwähnt, ist in diesem Jahr eine Art Nachfolger draußen, nämlich die Insta 360 One R. Und die ist noch etwas besser in der Bildauflösung. Ja. Sie hat noch bessere Lowlight-Eigenschaften. Also das bedeutet, ihr könnt noch besser im Dunkeln gucken und filmen. Ja, die Kamera scheint eine echte Wundertüte zu sein. Ob ich mir diese Kamera dieses Jahr noch zulege und für euch teste?
Das kann ich jetzt noch nicht versprechen. So, nur noch wie angekündigt, was muss ich machen, damit diese 30 Frames in einem 25 Frames Projekt angepasst werden? In Premiere geht das so, ja, ihr klickt auf das Projektfenster, wählt alle Clips aus, ja, am besten ihr tut die in einen Container, wählt diese Clips der Insta aus, rechte Maustaste, anpassen, Frames interpretieren und dann wählt ihr die Frames für euer Projekt. In diesem Fall für mich sind es 25p. Falls ihr das aber vergessen habt und schon fleißig am Schneiden seid, dann würde das eben Gezeigte nur noch Chaos für euch bedeuten. Denn die Zeitlängen aller Clips sind dann nämlich verändert. Aber es gibt nämlich noch einen Trick, und zwar mit der Geschwindigkeit. Und das geht in Premiere so. Ihr klickt auf euren Clip, rechte Maustaste, dann geht ihr auf die Geschwindigkeit und dort gebt ihr die Geschwindigkeit 83,3 ein. Und das reicht aus, ja, lasst ein bisschen Platz neben dem Clip, denn er wird länger und dann habt ihr ein ruckelfreies Bild. So, gucken wir uns diesen Selfie-Stick hier nochmal an, wie ich es montiert habe, ja. Ich habe hier so einen kleinen Fahrradständer hier und ich habe es hier mit einer Klemme fest montiert. Die Klemme selber geht, da ist unten so eine 1/4 Zoll Schraube, da habe ich das rein montiert, dann hier mit so einem Klett nochmal verstärkt und so ist das eigentlich relativ fest mit dem Fahrrad verbunden, lässt sich auch nicht drehen. Ich habe hier so eine Schraube, das ist alles fest. Es hat ein leichtes Spiel, aber es ist okay. Und ich habe ungefähr diese Höhe. Ja. Ich bin bei meinem Fahrrad jetzt so ein bisschen über der Lenkradstange. Ihr könnt natürlich selber auch gucken, ja, vielleicht noch ein bisschen höher ist machen oder tiefer. Höher ist natürlich gut für die Perspektive. Ich mache das manchmal, wenn ich zum Beispiel über eine Brücke fahre oder so, dann tue ich das individuell ein bisschen hochziehen, sodass ihr mit der Kamera über das Brückengeländer rüber gucken könnt. Der Nachteil ist allerdings, ja, dass das Ganze ein bisschen instabiler wird und wackelt. Deswegen habe ich die Position so ein bisschen tiefer gemacht und so ist das für mich okay. Ne? Je höher, desto wackeliger. Und du hast Problem Nummer eins und ihr habt das Problem Nummer zwei, dass wenn die Kamera euch hier so im Sichtfeld ist, das nervt und das ist auch irgendwie komisch beim Lenken. Deswegen ist die Kamera hier unten, ist so ein bisschen raus aus dem Sichtfeld. Ich kann auch gucken und gut fahren. Was könnte ich noch sagen? Es gibt noch eine zweite Lieblingsperspektive, die ich gerne hätte. Und zwar hätte ich die gerne hier hinten. Ich würde gerne den Selfie-Stick hier reinmachen und die Kamera ungefähr hier haben. Könnte ich auch mit der machen, aber dann fehlt mir die Perspektive vorne. Ich bräuchte also noch eine zweite. Naja, aber so viel Geld haben wir alle nicht. Und deswegen bleibt es nur bei der Theorie. Aber ihr könnt es ja mal ausprobieren. Der Gag ist nämlich, wenn ihr die Kamera hier habt, dann habt ihr wie so ein Kopter, der hinter der Kamera hinterher fliegt. Ja? Also ihr seht dann sozusagen das Fahrrad, wie in so einem Computerspiel, das fährt so durch die Landschaft. Das ist eigentlich eine ziemlich spannende Sache, eine ziemlich geile Perspektive. Probiere ich später mal aus. Dann gibt es bestimmt einen extra Clip dazu. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Akku? Oh, ganz vergessen. Das ist nämlich ein wichtiges Thema. Ich habe drei Akkus. Die halten angeblich 45 Minuten, aber manchmal halten die auch länger. Ich glaube, durch den Fahrtwind und so, das bei mir hat es über eine Stunde gereicht. Und das könntet ihr so machen. Ich würde aber fast empfehlen, keine Zusatzakkus zu kaufen, sondern lieber eine gute Powerbank zu nutzen, die ihr vielleicht auch habt. Und ihr könnt hier an der Seite das Insta-USB-Kabel ranbauen und das hier so rumwinden. Und dann macht ihr die Powerbank irgendwo in euer Gepäck rein. Weil so hält dann wirklich die Aufnahme ewig. Laberababa. Natürlich war das eine vage Aussage, denn der Test erfolgte kurz nach dieser Moderation und folgende Beobachtung gibt's von mir für euch. Ihr könnt die Insta360 One X nicht nur mit der Powerbank betreiben, nein, es muss auch immer ein Insta-Akku drin sein. Ja, und dieser wird über die Powerbank nämlich ständig geladen und liefert auch gleichzeitig den Strom. Das bedeutet, wenn euer Akku fast runter ist, nützt es nicht viel, nun die Powerbank ranzustöpseln und die Kamera nimmt dann wieder ewig in Rekord auf. Das geht eben leider so nicht. Der Insta-Akku, der fast alle ist, ja, wird dadurch vielleicht ein bisschen minimal gestreckt. Aber der ganze Saft aus der Powerbank fließt eben leider nicht
in die Insta und ihr könntet dadurch noch lange aufnehmen. Das geht eben leider so nicht. Insofern kann ich euch bis heute leider keine eindeutige Aussage über die Powerbank liefern. Aber da ich selbst interessiert bin, wie sich das verhält, steht der Test an, sobald es Frühling wird. Ja, oder ihr habt Erfahrung gemacht, dann ab damit in die Kommentare unter diesem Video. Drin habe ich noch eine 400 GB Karte, die hat, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten waren es, als ich es reingetan habe? Habe ich 600 Minuten gesagt? 500? Also irgendwie, ich drehe 5,7K, 30p. Ja, und das Ganze drehe ich auch im Lock-Modus, sodass ich in der Nachbearbeitung so ein bisschen an Belichtung noch was rausholen kann. So mache ich das halt, aber auch das ist ja euch überlassen, ob ihr das in der Nachproduktion noch verändern wollt. Müsst ihr nicht, ne? Gibt es noch irgendwas, was ich sagen könnte? Ja, Ton ist ein Problem, die nimmt natürlich einen Ton auf, aber die Windgeräusche, das ja, ist natürlich, dann macht das alles zunichte. Da habe ich noch keine Lösung. Doch, denn die Zeit heilt alle Wunden. Naja, fast immer. Es gibt neuerdings eine Implementierung in der Insta-Software, die das Rauschen des Windes unterdrückt. Ja, super eigentlich. Allerdings bin ich nicht so begeistert von der Funktion, denn bisher alles, was ich jetzt gehört habe, ist, ja, sobald man dieses kleine Häkchen dort setzt, das ist okay, der Wind ist so fast weg, aber leider auch einige Atmo-Geräusche, die mir fehlen. Also für mich keine so richtig gute Lösung. Ich würde eher ein windgeschütztes Atmo-Mikro mit einem externen Recording empfehlen. Allerdings ja, wird dann eure Ausrüstung wieder komplexer und auch teurer. Also keine so richtig coole Lösung, aber vielleicht fällt mir noch was ein. Und ich sag mal, das war's. Das, so muss auch genug sein. Vielen Dank fürs Zusehen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Clip. Bis dann. Ciao.